Wir haben inzwischen Oktober. Der Herbst ist eingeleitet, draußen wird es kalt und ungemütlich, es regnet relativ oft, die Blätter fallen von den Bäumen und Halloween steht nur kurz vor der Tür. Und ich dachte mir, ich weihe euch heute einfach mal so in meine Halloween-Oktober-Routine ein, wie ich es eigentlich jedes Jahr mache. Denn ich wollte euch heute mal 31 Horrorfilme vorstellen. 31 Horrorfilme für einen Horror-Oktober-Marathon. Denn letztes Jahr haben wir das Ganze auch so gemacht, dass ich euch 31 Horrorfilme vorgestellt habe, wo ihr dann quasi jeden Tag einen schauen könnt, bis Halloween schlussendlich ist. Und genauso werden wir das heute auch wieder machen. Es werden 31 Horrorfilme sein, welche meiner Meinung nach die besten Horrorfilme für einen Oktober-Horrorfilm-Marathon sind. Und ich finde, es gibt nichts Geileres, wenn es draußen langsam schaurig wird, vor allem abends, einfach mal so gediegen in einen schönen Horrorfilm schauen. Und ich denke, wenn ihr auf diesem Kanal hier seid, dann werdet ihr wahrscheinlich den ein oder anderen Horrorfilm schon mal gesehen haben. Und deswegen würde ich sagen, holt euch mal ganz schnell was zum Mitschreiben, denn ich werde euch jetzt 31 Horrorfilme vorstellen, welche meiner Meinung nach einfach perfekt in den Oktober passen und mega geil für einen Horror-Oktober-Filmmarathon sind. Deswegen, let's go. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Also ich werde es wieder so machen, dass ich jeden Tag einen von diesen Horrorfilmen anschauen werde. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder postet es jedes Mal, wenn ihr einen dieser Filme guckt, in eure Instagram-Story. Markiert mich und ich werde eure Story auf meiner Story reposten. Dann sehe ich, ob der ein oder andere das Ganze mitmacht. In dem Sinne fangen wir an mit dem ersten Horrorfilm und das wäre ganz klassisch Trick or Treat. Trick or Treat ist ein Horrorfilm, welcher meiner Meinung nach Halloween so gut in einem Film verkörpert, weswegen ich jetzt gar nicht so groß spoilern möchte für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Für den zweiten Tag würde ich sagen The Strangers. Einer meiner Lieblingshorrorfilme, ein junges Pärchen geht in eine Hütte, welche eine der Familien gehört. Das ist so eine Art Ferienhütte mitten im Nirgendwo und auf einmal klopft es an der Tür und merkwürdige Gestalten versuchen reinzukommen. Einer meiner Lieblingshorrorfilme, weswegen der niemals an einem Halloween-Marathon bzw. Oktober-Marathon fehlen darf. Es geht weiter mit Cabin in the Woods, ein relativ, also in Anführungszeichen relativ neuer Horrorfilm. Meiner Meinung nach auch ein Film, welcher einfach ja, diesen Vibe einfach gut verkörpert. Mitten im Wald, es ist düster, es ist frisch. Cabin in the Woods, ein super Film zum Gruseln, zum daheim ins Bett kuscheln, Sofa kuscheln und dann diesen Film anschauen. Top. Und dieser Film leitet auch direkt den vierten Tag ein mit Evil Dead. Evil Dead, ob ihr jetzt den alten oder den neuen anschaut, Evil Dead ist einfach ein Horrorklassiker. Ebenfalls eine Gruppe von Teenager, welche in eine Hütte geht und auf einmal rausfinden muss, dass sich unten in dem Keller etwas verbirgt, von dem keiner etwas erahnt hatte. Ich sag's mal so, Dämonen. Ja? Machen wir weiter. An Tag Nummer 6 werde ich persönlich Sleepy Hollow anschauen. Ja, ein bisschen umstrittener Film, der ein oder andere wird sagen, hö, aber das ist ein bisschen langweilig. Ich finde aber, dass Sleepy Hollow mit Johnny Depp einfach so einen gigantischen Flair gibt, so einen geilen Herbst-Horror- Oktoberflair, ja, weswegen dieser Film definitiv nicht in dieser Liste fehlen darf. Der siebte Horrorfilm ist The Ring. The Ring, ebenfalls ein Filmklassiker und ich weiß nicht warum, aber The Ring gibt mir auch immer so ein kaltes Feeling, ja, so ein kaltes Horrorfeeling, dieses Geistermädchen Samantha, welches aus deinem Fernseher rauskommt nach 7 Tagen, nachdem du dieses Cursed-Video angeschaut hast, darf einfach nicht in diesen Horrormarathon fehlen. Also, es tut mir leid, aber The Ring? Darf nicht fehlen. Machen wir weiter mit The Texas Chainsaw Massacre. Da ist es natürlich euch überlassen. Es gibt sehr viele Texas Chainsaw Massacre-Versionen. Es gibt die alten Filme, es gibt die neuen Filme, es gibt Remakes, es gibt einen ganz neuen Film auf Netflix. Das ist euch überlassen. Ich persönlich schaue immer sehr, sehr gerne den Originalen, den Klassiker, ja, von damals, von 1900, keine Ahnung was. Finde ich persönlich immer am geilsten. Das Remake ist aber auch sehr gut, also das ist natürlich euch überlassen, was euch mehr anspricht. Aber Texas Chainsaw Massacre darf auf gar keinen Fall fehlen, weswegen wir weitermachen mit Jeepers Creepers. Und Jeepers Creepers ist auch so, I don't know, das ist auch einfach ein Film, den gucke ich im Oktober oder im Herbst sehr, sehr gerne an, weil er mir auch so ein geiles Feeling gibt. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist ein, ja, ein schreckliches, monsterartiges Wesen, welches sich auf Feldern rumtreibt und alle, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, immer wieder kommt und dann so viel frisst, bis es dann wieder ein bisschen weggeht und dann kommt es nach 20 Jahren oder so wieder. Sehr guter Film, sehr gruselig, aber auch schon etwas älter. Aber ich persönlich finde ihn einfach klasse. Und der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich schon lange in die Tasten gehämmert haben und geschrieben haben, Dennis, wie kann es sein, dass Freitag der 13. immer noch nicht erwähnt wurde?
Hier habt ihr ihn, es tut mir leid. Nummer 10, Freitag der 13. Welchen ihr davon anschaut, ist natürlich wieder euch überlassen. Ich persönlich finde das Remake mega, mega gut, ja. Friday the 13th, ich weiß gerade nicht, der ist von 2011 oder so. Finde ich persönlich mega geil, ja. Super gut gemacht, dieses Remake mit Camp Crystal Lake. Und den schaue ich einfach sehr, sehr gerne. Ihr merkt, ich gehe hier total auf bei diesem Video heute, weil ich einfach ein absoluter Horrorfilm-Liebhaber bin. Und ich liebe es einfach, über Horrorfilme zu sprechen. Deswegen Freitag der 13. kommt definitiv als Nummer 10. Nummer 10. Weitermachen wir mit Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und nein, ich weiß nicht, was du letzten Sommer getan hast, aber das ist ein Film für den einen oder anderen, der den Film nicht kennt. Ebenfalls ein Horrorfilm-Klassiker. Es geht um ein paar Teenager, welche aus Versehen einen Unfall bauen. Ich möchte da jetzt nicht zu weit ins Detail gehen. Diesen Unfall wollen sie vertuschen, doch das wird ihnen zum Verhängnis. Denn irgendetwas oder jemand hat diesen Unfall nämlich mitbekommen und macht ihn den nächsten Sommer zur Hölle. Sehr guter Film, liebe ich sehr, deswegen landet der auf Tag 11. Tag 12 machen wir weiter mit The Witch. Ich persönlich finde The Witch einen sehr, sehr geilen Horrorfilm. Mal was anderes, so Medieval-Flavor. Ja, spielt einfach in einem alten Dorf und dort treibt sich eine Hexe im Wald rum. Gibt einfach meiner Meinung nach einen sehr, sehr coolen Halloween-Herbst-Flavor. Deswegen definitive Empfehlung, ja. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut den unbedingt an, denn der ist wirklich eine ganz gute Nummer. Es geht weiter mit Gretel und Hänsel. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht Hänsel und Gretel, sondern der neue Horrorfilm heißt Gretel und Hänsel. Also so neu ist der gar nicht, ich glaube 2 Jahre inzwischen. Ist quasi eine Neuverfilmung von Hänsel und Gretel, bloß im Horrorszenario. Also ihr könnt euch das so vorstellen. Gut, das Märchen an sich ist ja auch schon so ein kleiner Horror. Finde ich persönlich sehr gut. Ein sehr cooler Film. Spielt halt sehr viel in dem Wald und düster, kalt, windig. Es hat einfach auch diesen Herbstlook und deswegen würde ich ihn definitiv auf Tag 12 setzen. Tag 14 schauen wir uns Unbekannter Anrufer an. Der ein oder andere kennt den bestimmt. Es war damals so ein Film, den ich in meiner Kindheit sehr, sehr gruselig fand. In meiner Kindheit, in meiner Jugend. Denn dort geht es um ein Mädchen, welches in einem Haus babysitten soll, als auf einmal das Telefon klingelt und irgendjemand versucht, in das Haus reinzukommen. Ich persönlich finde diesen Film sehr spooky, gibt einem auch so einen kalten Schauer, weswegen ich ihn zu dieser Jahreszeit einfach sehr gerne anschaue. Und wir machen weiter mit Carrie. Carrie gibt es ebenfalls einen alten und eine Neuverfilmung. Ich empfehle die Neuverfilmung. Es geht quasi um ein Mädchen, welches immer gehänselt wird in der Schule. Die ist sehr unbeliebt und alle machen sie fertig. Bis sie auf einmal merkt, dass sie ja Superkräfte hat, kann man so in Anführungszeichen sagen. Und ja, etwas ganz Schlimmes mit den Menschen antut, die ihr Leid zugefügt haben. Jetzt sind wir schon bei Tag 16 und ich komme erst jetzt dazu, euch Scream zu empfehlen. Also für die Leute, die Scream noch nicht kennen, ihr könnt natürlich an dem Tag alle 5 Teile anschauen oder ihr guckt den ersten Teil. Aber Scream darf natürlich bei so einem Oktober-Horror-Marathon auch auf gar keinen Fall fehlen. Ich weiß nicht, ob ich noch viel zu dem Film sagen muss. Es ist schlussendlich ein Killer, welcher eben diese gruselige Maske aufhat und dieses Kostüm und willkürlich Teenager ermordet. Tag 17 würde ich ganz gern mit Scary Stories to Tell in the Dark einleiten, denn Scary Stories to Tell in the Dark ist ein Horrorfilm, welcher mehrere Horrorgeschichten erzählt, die schlussendlich alle irgendwie dann combined werden. Ein sehr guter Film meiner Meinung nach, der ist gar nicht so alt. Für die Leute, die den Film kennen, die Szene mit diesem wobbly, riesigen Wesen in diesen roten Räumen. Alter Schwede, hat mich das gecreept. Also dieser Film ist wirklich, wirklich gut. Deswegen landet er auf Tag Nummer 17. Am darauffolgenden Tag machen wir weiter mit The House of Wax. Ein ebenfalls Horrorfilm-Klassiker für mich persönlich. Das auch ein Horrorfilm war, den ich in meiner Teenagerzeit sehr gerne angeschaut habe und mich ultra gegruselt habe. Es geht um so ein paar junge Leute, die so einen Campingausflug machen wollen, bis sie auf einmal ja, so ein paar Komplikationen bekommen und sich herausstellt, dass sie mitten im Nirgendwo sind. Doch es gibt ein Haus und dort ist alles aus Wachs, selbst die Menschen. An Tag 19 schauen wir The Wizard. The Wizard ist meiner Meinung nach auch ein Film, welcher super in die Jahreszeit passt. Es ist auch alles sehr kühl, da liegt sogar Schnee. Okay, das ist im Oktober meistens nicht der Fall, aber es ist auch ja, so ein spooky Film. Da gibt es aber nichts Paranormales, sondern es ist alles mit Menschen und ich finde, dieser Film hat einen sehr, sehr guten Plot-Twist. Auch wenn ein paar Szenen darin ein bisschen merkwürdig und albern sind, finde ich ihn dennoch ziemlich gut und würde ihn euch definitiv für Tag 19 im Oktober empfehlen. Tag 20 ist der perfekte Tag für Sinister. Für die Leute, die Sinister nicht kennen,
Es geht ebenfalls um eine Familie, die in ein Haus zieht und dieses Haus eine sehr schlimme und schreckliche Vergangenheit hat. Denn dort lebt ein Dämon. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich persönlich fand ihn sehr erschreckend, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Dort gab es Szenen, die mich sehr beunruhigt haben. Und deswegen kann man sich diesen Film gerne einmal im Jahr anschauen. Tag 21 finde ich einfach passend für Friedhof der Kuscheltiere. Ob es der alte oder der neue ist, ich persönlich würde euch wieder das Remake empfehlen, wieder den neuen. Friedhof der Kuscheltiere, ehemalig ein Buch von Stephen King, welches ja schlussendlich auf die Leinwand gebracht wurde. Und ich persönlich finde diesen Film sehr, sehr gut. Denn es geht um eine Familie, die in ein Haus zieht und relativ schnell feststellen muss, dass seitdem sie dort leben, alles sehr merkwürdig ist. Die Straßen sind komisch, alles drumherum ist komisch, der Nachbar ist komisch. Mehr dazu möchte ich nicht verraten. Klar ist natürlich, dass bei einem Oktober-Horrorfilm-Marathon so etwas wie A Nightmare on Elm Street niemals fehlen darf. Da ist es jetzt natürlich auch wieder so, Nightmare on Elm Street hat 8 Teile. Da könnt ihr euch jetzt natürlich sagen, okay, ich stehe morgens auf und schaue bis abends alle 8 Filme an. Oder ihr sagt einfach, ich schaue mir das Remake an, welches man damals rausgebracht hat aus, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das kommt, welches ich persönlich sehr, sehr gelungen finde. Für die Leute, die nicht wissen, was Nightmare on Elm Street ist, es geht um Freddy Krueger, ein ehemaliger, ja, Krimineller, welcher verbrannt wurde und dich schlussendlich in deinen Träumen heimsucht. Das heißt, versuche am besten nicht einzuschlafen, denn sobald du schläfst, hat er die Macht. It darf natürlich auch nicht fehlen. Pennywise, der Killer-Clown, welcher Kinder fressen möchte, ist natürlich auch ein absoluter Klassiker und ich liebe ihn. Vor allem das Remake, es ist gigantisch und deswegen würde ich euch empfehlen, schaut am 24. den ersten Teil und am 25. den zweiten Teil von It. Am 26. machen wir weiter mit einem weiteren Stephen King Film, beziehungsweise Stephen King Buch, welches verfilmt wurde, und zwar ist das The Shining. Ein ikonischer und ein absolut ikonischer Horrorfilm, über den ich wahrscheinlich gar nicht so viel sagen muss, weil den wahrscheinlich fast jeder kennt. Ich finde, dass auch Filme wie Conjuring aus dem Conjuring-Universe natürlich auch auf gar keinen Fall fehlen dürften. Deswegen hätte ich gesagt, für Tag 27 Conjuring und für Tag 28 Annabelle. Oh, wir sind schon bei Tag 29, das heißt, wir sind ganz kurz vor Halloween. Und am Tag 29 würde ich euch empfehlen, Ghostland anzuschauen. Der Plot-Twist ist super, die Handlung gefällt mir auch sehr gut und ich möchte gar nicht so viel sagen, weil das würde zu viel spoilern. Schaut euch Ghostland an, falls ihr den Film noch nicht kennt, an Tag 29. Es fehlen jetzt noch 2 Tage, Tag 30 und Tag 31. Das Witzige ist, ich mache dieses Video gerade relativ spontan und ich muss euch ehrlich sagen, es fällt mir gerade sehr schwer, den vorletzten Film zu entscheiden, aber der eine oder andere würde jetzt wahrscheinlich sagen, bist du bescheuert? Aber ich würde für Tag 30 The Blair Witch Project empfehlen. Der eine oder andere würde jetzt bestimmt sagen, was? Das ist doch nicht für Tag 30 würdig. Ich liebe diesen Film und ich finde, dieser Film gibt erstens einen absoluten Herbst-Touch her. Es ist, das ist eine Gruppe von Teenagern, die nach der sogenannten Hexe von Blair suchen in dem Forest und ganz, ganz schlimme Dinge passieren. Dieses Szenario in dem Wald, es ist Herbst, die Blätter fallen von den Bäumen, es ist kühl, es ist frisch, es ist sehr windig. Ich finde diesen Film einfach super. Also ich mag ihn sehr, war by the way auch einer der ersten Filme, welcher mit so einer Handheld-Kamera gefilmt wurde aus der Ego-Perspektive, dass du denkst, das ist ja wirklich im Geschehen. Ich persönlich finde diesen Film gigantisch und deswegen landet er für mich auf Platz 30 und auf Platz 31. Vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, ein ganz, ganz wichtiger und besonders genialer Horrorfilm fehlt. Wann wird er ihn denn endlich nennen? Und ich finde, es gibt keinen besseren Tag als Halloween, um euch zu sagen, dass ihr an Halloween den Film Halloween anschauen solltet mit diesem netten Herrn hier, Mr. Michael Myers. Und deswegen wird sich Michael Myers jetzt hier einfach auf mein Mikrofon stellen, während wir den letzten Film announcen. Nein, willst du dich vielleicht auf mein Mikrofon setzen? Oh, der hat ganz staubige Beine. Ach, komm schon. Der ist voll staubig. Weil ich ihn nie anfasse. Naja, wie auch immer. Wir haben es irgendwie hinbekommen. Er ist präsent. Ja, das ist das Wichtigste. Hier könnt ihr ihn einmal. Er ist präsent. Und natürlich darf Halloween auf gar keinen Fall fehlen bei einem Halloween- beziehungsweise Oktober-Horrorfilm-Marathon. Und der letzte Film am 31. Oktober an Halloween wird es Halloween. Ja, ganz klar. Und da ist jetzt natürlich die Frage, welchen Halloween? Denn es gibt sehr viele Halloween-Teile. Ich persönlich liebe es, bei einem
an Halloween persönlich mehrere Halloween-Teile anzuschauen. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich will nur ein Halloween anschauen, weil wir machen irgendwie eine Watch-Party oder man allgemein eine Halloween-Party, wir wollen mehrere Horrorfilme anschauen, dann würde ich euch empfehlen, definitiv Halloween das Remake anzuschauen. Den von 2009 oder so ist der, glaube ich. Finde ich sehr brutal, wirklich. Also ist nichts für schwache Nerven. Gigantisch. Und für den einen oder anderen, den es interessiert, wie ich Halloween verbringe, meistens gemütlich auf der Couch mit Snacks, vielleicht noch irgendwie eine Pizza bestellen und dann werden einfach Horrorfilme den ganzen Abend lang angeschaut. Ich weiß noch nicht, welche Horrorfilme wir alle anschauen werden dieses Jahr. Ich werde euch auf jeden Fall noch eine kleine Liste erstellen und euch dann sagen, welche Horrorfilme dieses Jahr bei mir auf dem Programm stehen an Halloween. Aber das war's jetzt auch schon mit diesem spontanen Video. Jetzt habt ihr es, das sind 31 Horrorfilme, die euch den ganzen Oktober lang begleiten werden. Begleiten können, sofern ihr sie anschaut. Ich habe euch hier für jeden Tag im Oktober einen Horrorfilm ausgesucht, welchen ich persönlich am passendsten finde. Ihr könnt natürlich mal eure Filmempfehlungen unten reinschreiben, ja, wenn ihr vielleicht sowas auch schon macht oder allgemein, könnt ihr mir ja sehr gerne mal unten eure Horrorfilme reinschreiben, welche für euch niemals fehlen dürften im Oktober oder auch an Halloween. Schreibt es gerne in die Kommentare und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht, auch diese Liste mit euch. Das, wie gesagt, war gerade total spontan. Ich habe mir hier nichts aufgeschrieben. Ich habe hier einfach nur so Nummern immer eingetippt, nachdem ich einen Film empfohlen habe. Ich hoffe, dass ich mich nicht verzählt habe und ich jetzt nicht zu wenig filme oder zu viel oder keine Ahnung. Wie auch immer, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch einen wunderschönen spooky Oktober jetzt hier dieses Jahr 2022. Habt einen geilen Oktober, dekoriert so ein bisschen mit Halloween-Deko und Kürbissen und irgendwas. Macht es euch gemütlich zu Hause, denn draußen wird es jetzt langsam echt ungemütlich. Und in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ich liebe euch über alles. Macht's gut. Ciao, ciao. Und der hier sagt euch auch Tschüss. Sagt Tschüss. Oh, ich mach den Moonwalk. Ich mach den Moonwalk. Da, da. Danke fürs Einschalten. Und abonniert Dennis König. Sonst komme ich bei euch und vorbei und tanze den Moonwalk. Da, da, den Moonwalk. Da, 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 da. Tschüss. Jetzt habe ich mich gerade umgedreht und dann ist mir eingefallen, oh, ich habe ja noch eine Michael Myers Figur. Ich habe noch den hier. Sieht man ihn gut? Oh, ich liebe ihn. Vielen Dank an Angelina an dieser Stelle, die extra mir diese Figur aus New York mitgebracht hat, ja? Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ach, dieser Clip jetzt hier kommt einfach in die Outtakes. Wir wünschen euch einen wunderschönen Oktober mit ganz viel Gruselmomenten. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Wünscht euch Michael Myers und Dennis.